Sehr geehrter Herr Vizepräsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich sage ganz bewusst sehr geehrter Herr Vizepräsident, denn das Amt des Vizepräsidenten ist ein Amt, dem Ehre gebührt. Und das Gleiche gilt auch für parlamentarische Bräuche. Und ein parlamentarischer Brauch besteht nun mal darin, dass der jeweils größten Oppositionsfraktion ein Vizepräsident zugestanden wird. Das spiegelt nicht nur den notwendigen Ausgleich zwischen Regierung und Opposition wider, sondern ist auch ein Zeichen sittlichen Umgangs. Nun wurden heute und auch in den vergangenen Sitzungen immer wieder verschiedene Argumente hervorgebracht, warum kein AfD-Vizepräsident gewählt werden sollte. Einer oder mehrere Vorredner sprachen etwa davon, dass sich einzelne Personen unserer Partei verfassungsfeindlich verhalten würden. Jetzt hier kein Stammtischniveau, bitte. Ja. Also es wurde immer wieder moniert, dass sich einzelne Personen verfassungsfeindlich verhalten würden. Zunächst einmal, es ist bei der Wahl formaler Positionen wie eines Vizepräsidenten nicht Ihre Sache, andere Parteien politisch zu bewerten. Diese politische Bewertung hat der Wähler vorgenommen und diese Bewertung, dieser Wählerwille spiegelt sich in unserer Fraktionsstärke wider. Das haben Sie zu akzeptieren. Dass man die politische Konkurrenz nicht mag, liegt in der Natur der Sache. Außerdem möchte ich in diesem Zusammenhang auf die Ausführungen des renommierten Parteienrechtlers Dr. Ulrich Voskerau verweisen. Dieser konstatierte, dass sich eine einzelne Person überhaupt nicht verfassungsfeindlich verhalten kann. Denn das Grundgesetz, insbesondere die Grundrechte, sind Abwehrrechte des Bürgers gegen den Staat. Etwas mehr Ruhe, bitte schön. Lassen Sie den doch seine Ausführungen. Wer von seiner Meinungsfreiheit zum Beispiel Gebrauch macht, verhält sich verfassungskonform. Und das, werte Damen und Herren, auch dann, wenn Ihnen diese Meinung nicht gefällt. Doch wenn wir schon dabei sind, politische Parteien zu bewerten, dann Folgendes. Die Kartellparteien, die während Corona unsere Freiheit, während der Eurokrise unser Vermögen, während der Flüchtlingskrise unsere Identität als Volk außer Gefecht gesetzt haben, sollten tausendmal mehr unter verfassungsrechtlichen Gesichtspunkten beäugt werden als die einzige Partei, die sich für Heimat, Wohlstand, Nation und Vaterland einsetzt. Und apropos Verfassung und Verfassungsschutz. Mehrere Kollegen der CSU haben letzte Woche den Begriff Leitkultur verwendet. Das ist ein Begriff, weswegen wir in manchen Bundesländern von Verfassungsschutz beobachtet werden. Der Verfassungsschutz, der in den meisten Bundesländern ein Ministerium untersteht, das von der CDU oder CSU geleitet wird. Das ist Heuchlerei, das ist ein Regierungsschutz und kein Wunder, dass immer mehr Bürger schon vor der AfD das Vertrauen in diese sogenannte Behörde verloren haben. Und wenn wir schon politisch bewerten. Da möchte ich mal auf die Aussage des Kollegen Bernhard Pohl von den Freien Wählern zurückkommen. Dieser hat letzte Woche das Menschenwürde-Grundrecht bemüht, um Ansprüche von illegalen Ausländern zu begründen. An der Stelle möchte ich Folgendes sagen, vor allem werte Kollegen der Freien Wähler. Wer das Grundgesetz dermaßen willkürlich interpretiert, um daraus Massenmigration herzuleiten, der steht nicht auf dem Boden des Grundgesetzes, der steht nicht auf dem Boden unserer Gesellschaft. Nein, der steht in der Schmuddelecke linker Utopisten. Ja, genau. Und wenn wir schon dabei sind, immer wieder wurde von Ihnen auch vorgebracht, dass gegen einzelne Personen unserer Partei strafrechtliche, wohlbemerkt politisch motivierte Verfahren laufen würden. Dann frage ich aber insbesondere Sie, werte Kollegen der Freien Wähler, da möchte ich Sie fragen, hätten wir etwa auch die Wahl Ihres Vizepräsidenten monieren sollen, weil Sie Personen wie den Bernhard Pohl in Ihren Reihen haben, der wegen fahrlässiger Tötung, wegen falscher Verdächtigung, wegen Trunkenheit am Steuer strafrechtliche Verurteilungen kassiert hat? Hätten wir das tun sollen? Nein, wir haben es nicht getan, weil das eben kein taugliches Kriterium ist. Das ist kein Kriterium. Wir haben Ihren Vizepräsidenten nicht boykottiert, weil es nur auf die Fraktionsstärke ankommt und damit auf den Wählerwillen und nicht auf die Inhalte, auch nicht auf die Partei und so weiter. Und die, ja, genau. Und
Und wir befinden uns nicht mehr im Wahlkampf, werte Damen und Herren. Das scheinen einige von Ihnen vergessen zu haben. Die Haltung von Ihnen zur Demokratie ist nicht zuletzt in Thüringen deutlich geworden, als Wahlen rückgängig gemacht wurden. Und als Unterduldung der CSU-Schwesterpartei ein Kommunist... Abgeordneter, achten Sie bitte auf Ihre Redezeit. Genau. Als ein Kommunist ins Amt gehievt wurde, mithilfe der CSU-Partei. Also erst einmal, was unsere Partei intern macht, geht sie gar nichts an. Man distanziert sich auch nicht von mir. Sie sollten lieber mal in Ihre eigenen Reihen schauen. Wie vorhin gesagt, da ist jemand in Ihren Reihen, der wegen fahrlässiger Tötung verurteilt wurde. Bei uns hat noch niemand jemanden getötet. Ja, nur so viel dazu.